Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 490. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. In der letzten Folge haben wir diesen wunderschönen Baum gebaut und also ihr seht ihn selber, wunderschön ist tatsächlich anders. Ich weiß nicht, ob wir den so lassen. Ich bezweifle sehr stark, dass wir den so lassen, weil, wir können ihn uns gerne nochmal von aus der Luft angucken. So sieht nicht unbedingt ein Baum aus. Kein natürlicher Baum. Was bedeutet, uns bleibt nicht viel über mit diesem Baum. Was man machen könnte, was ich tatsächlich gerade sogar bevorzugen würde, anstatt dass wir ihn jetzt komplett wegballern, wenn ich Wortfindungsschwierigkeiten habe, liegt es übrigens daran, dass ich noch nie so spät in der Nacht eine Folge oder irgendetwas aufgenommen habe, um ganz ehrlich zu sein. Wir haben gerade 2.27 Uhr. Ich glaube zumindest, dass ich noch nie so spät was aufgenommen habe und wenn dann auch höchstens erst ein, zwei Mal. Aber ich glaube, so spät wirklich noch nie. Aber was ich hier, glaube ich, besser finde, als wenn wir den jetzt komplett weghauen, ist, wenn wir hier die obere Etage weghauen. Und dann einfach eine hier drunter setzen, weil dann könnte das auch vom Verhältnis hinkommen, wo die Blätter anfangen und aufhören im Vergleich zum Boden. Weil ich finde, das hier ist eigentlich eine ganz okaye Höhe. So, vom Boden aus. Nur, Problem war halt, erstens die Form von den Blättern. Ist nicht sehr realistisch. Das bedeutet, teilweise muss das hier auch nochmal weg. Aber auch, es war eine zu große Lücke zwischen Erde und erstes Blatt. Das heißt, die Blätter fangen einfach zu spät oben an. Oder zu weit oben an. Und das müssen wir jetzt auch nochmal ein bisschen fixen. Und was wir auch fixen werden, ist, machen wir so. Zack. Ich fühle mich gerade richtig so ein bisschen bescheuert im Kopf. Weil es einfach so spät nachts ist. Also es ist nicht spät für mich. So, also da geht deutlich mehr noch. Aber jetzt noch aufnehmen und gucken, dass man nicht irgendeine Scheiße labert, ist halt dann doch wieder krass. Wir hätten eigentlich doch mal eine Netherite Hoe machen können, oder? Haben wir nicht sogar eine Netherite Hoe? Und wenn wir eine Netherite Hoe haben, wo ist die Netherite Hoe? Und wie oft kann ich eigentlich Netherite Hoe sagen innerhalb von einer Minute? Das werden wir heute nicht testen. Wir werden jetzt erstmal hier die Blätter aufsammeln. Aua. Damit die nicht despawnen, weil die brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir hier weiterbauen möchten. Was wir ja möchten. Also ich meine, das bringt zwar nichts, weil es sieht nach wie vor hässlich aus. Aber das ist schon mal besser. Von der Höhe deutlich besser als vorher. Und dahingehend bin ich sogar schon zufrieden. Weil wenn wir da jetzt einfach eine Kuppel drum machen, und ich würde tatsächlich sagen, dass wir da oben die beiden Äste nochmal hier wegmachen. Also den hier auf jeden Fall. Den brauchen wir nämlich nicht mehr. Den habe ich zwar gerade erst da neu gesetzt, aber den brauchen wir wirklich nicht mehr. Und dann machen wir... ich komme da nicht dran, ne? Ne, komme ich nicht. Dann setzen wir hier nochmal eine Treppe hin. Dann machen wir den nochmal weg. Und machen so. Und dann haben wir hier nochmal den Ast. Das reicht dann auch, finde ich. Und dann können wir, wenn wir ganz lustig sind, von mir aus noch mal nach hier was setzen. Und wenn wir richtig, richtig lustig sind, macht gar keinen Sinn, das so zu bauen, aber gut. Dann machen wir auch noch so und setzen hier noch einen Ast hin. Und wenn wir das dann alles haben, können wir anfangen, das mit Blättern zu umranden. Und wie gesagt, Wortfindungsstörung einfach ignorieren. Ihr wisst, woran es liegt. Ich habe es euch geschildert. Ich versuche mein Bestes, mich zu bemühen. Und es kann auch... Es ist auch ganz leicht zu erklären tatsächlich, warum ich erst jetzt aufnehme. Und zwar, ich habe heute war mein TikTok-Tag, ich habe heute TikToks aufgenommen. Eins davon habe ich auch schon hochgeladen und
Es ist sehr gut angekommen. Es hat 5000 noch was Aufrufe an einem Tag. Und das ist ziemlich, ziemlich gut für meine Accountgröße vor allem auch. Von 2000. Jetzt knapp nebenbei. Habe ich, glaube ich, gestern in der Folge zwar schon erzählt, aber wir haben die 2000 jetzt schon knackt. Was ich natürlich ziemlich cool finde. Und wenn ihr mir da folgt, dann vielen Dank. Und wenn nicht, dann unbedingt mal auschecken. Da mache ich im Moment vor allem Tutorials zu Farmen in Redstone, in Minecraft mit Redstone, manche auch ohne Redstone. Die zum Beispiel heute, die ist ohne, wurde sich nämlich auch gewünscht. Gerade so für Server und so, das kann ja dann schon mal laggen. Und dann habe ich heute zum Beispiel eine Enderman-Farm, die wir zum Beispiel auch hier in der Welt haben, die ich ja auch recht häufig benutze. Die habe ich nachgebaut. Ich habe die zwar ein bisschen anders gebaut, weil ich noch einen Dropper installiert habe und also ein paar Details sind anders, aber das meiste ist halt wie bei uns. Weil viel kann man da, finde ich, glaube ich, auch nicht noch anders machen. Das wird sich auch nicht lohnen, weil im Endeffekt es ist eine Enderman-Farm. Enderman, komm da hin, du haust die aufs Maul und die geben dir Enderperlen. Das ist halt, ne, also, never touch winning formula. Und dann hat man das eigentlich. So, aber, es ist unfassbar, und ich kann es auch selber nicht fassen, meine Mutter konnte es auch nicht fassen, als ich es dir erzählt habe, wie lange das gedauert hat. Ich habe heute, wie gesagt, ich habe TikToks gemacht, ich habe 2 TikToks geschafft. Und das war's. 2. Ich habe 6 Stunden für 2 TikToks gebraucht. Der eine TikTok geht, glaube ich, 5 Minuten, weil man kann ja jetzt bis zu 10-minütige TikToks hochladen. Und das ist auch exakt der Grund, warum ich glaube, dass der so gut Aufrufe gemacht hat. Weil wenn du ein neues Feature, namentlich die 10-minütigen, benutzt, kurz nachdem die Plattform das einführt, dann belohnt dich die Plattform natürlich damit, dass du viele Aufrufe kriegst, weil die natürlich wollen, dass die neuen Features, in denen die Ressourcen und Zeit gesteckt haben, auch benutzt werden, weil dafür machen sie es, ja. Deswegen, das ist immer eine gute Strategie. Das war tatsächlich auch mal endlich ein Tipp, den ich meinem Kumpel geben konnte, auch wenn der natürlich um ein Vielfaches auf TikTok größer ist. Glaube ich so um die 35.000 Abos. Der gute Luxch. Aber da konnte ich ihm tatsächlich mal einen Tipp geben. Ansonsten habe ich bis jetzt immer nur auf seine Tipps hören dürfen. Wofür ich ihm auch sehr dankbar bin, weil ich meine, ich habe mit euch schon so oft drüber geredet, wie geil es wäre, wenn man jemanden hat, der einem bei diesem ganzen YouTuber-Content-Creating-mäßigen Schissel Tipps geben könnte. Wo mir keiner Tipps geben kann, ist, dass ich nicht reden kann. Und jetzt habe ich zumindest für TikTok schon mal wen. Und das finde ich super cool. Und vor allem natürlich auch noch, weil das ein Schulfreund von mir ist. Das ist natürlich auch einfach super praktisch. Und man sich jetzt nicht noch eben neu kennenlernen muss und so weiter. Das ist halt einfach auch super cool. Und ja. Da hat er mir halt auch schon ab und zu was zugeschrieben, was ich noch anders machen könnte und so weiter und so fort. Da habe ich natürlich auch versucht umzusetzen, weil ich bin ja ein Padawan, ne? Wir müssen ja auf die Meister hören. Und ich habe keinen Grund, ihm nicht zu glauben, weil offensichtlich funktioniert es. Und in den letzten oder 3 oder 1 seiner letzten Videos hat knapp 800.000 Aufrufe gemacht. Und das ist halt schon eine Hausnummer. Natürlich. Und das ist bei der ganzen Sache immer noch das Problem. Und es ist auch immer noch so ein bisschen so ein saurer Apfel quasi. Auch wenn ich das so meiner Mutter erzähle. So, yo, ich habe ein neues TikTok gemacht. Das kam richtig gut an. Das hat weiß ich nicht wie viel 1000 Aufrufe. Ja, aber es sind halt TikTok-Aufrufe. Ne? Und TikTok-Aufrufe sind halt einfach leider nicht zu vergleichen mit YouTube-Aufrufen. Und halt in dem Sinne weniger wert. Leider. So. 1000 Aufrufe auf YouTube
Das ist fucking krass. 1000 Aufrufe auf TikTok kannst du gefühlt mit jeder Scheiße machen. Und das sieht man auch bei mir auf meinem Kanal, meinem TikTok-Kanal, weil ich mache halt nicht jeden Tag so ein Tutorial, sondern halt alle 3 Tage so circa. Nebenbei, der Baum sieht deutlich besser aus gerade. Mache halt so alle 3 Tage nur so ein Tutorial und ansonsten mache ich halt Ausschnitte, entweder hier aus dem Nostalgie-Let's Play oder sonst aus Videos, wenn ich das witzig finde. Aber vor allem halt aus dem Nostalgie-Let's Play, und da sind teilweise so 5-Sekunden-Videos, die einfach nur dumm sind, wo ich irgendwas Dummes laber. Und das hat 1000, 1200, 1500, 2000 Aufrufe. Muss man halt auch nicht verstehen, finde ich. Aber gut. Ach, geh mir doch nicht auf den Sack, ey, diese scheiß Berry-Büsche, ne? So schön die auch sind, so nervig sind die. So. Gut, nachdem wir das jetzt alles haben und ich das so ein bisschen erzählt habe und ich meines Erachtens zumindest auch gar nicht so viel Quatsch gelabert habe bis jetzt, was ich erstaunlich finde für die Uhrzeit. Was ich generell einfach auch erstaunlich finde. Noch irgendwas, was sich durch 8 teilt. Das ist 72, das sind 80. Dann machen wir einmal so. Und dann machen wir einmal so. Und dann bleibt trotzdem einer über, weil es sind natürlich 81. Weil ich einfach kein Mathe kann. Immer im Pennen. Hier ist ja auch ein Bett. Ich bin immer noch mit dem falschen Account drin, weil ich mit dem anderen Account im Moment nicht reinkomme. Fragt mich nicht, wieso. Das ging heute Mittag nicht, als ich TikToks aufnehmen wollte, und das geht immer noch nicht. Aber gut. Gar nichts machen. So, ich meine, Chains gehen so. Ah. Ja, machen wir einfach mal 5. Ist auch scheiße teuer, ne? Verstehe nicht, warum eine Chain, die weniger als ein Barren ist, teurer ist als ein Barren. Aber gut. So, machen wir hier einen hin. Ich finde fast, dass die Treppe vielleicht doch hier hinkommen sollte. Warte mal. Das machen wir eben. Ich glaube, das sieht besser aus. Sieht halt nicht aus, als würde er so umkippen. Können die natürlich auch noch dahin machen, aber ich will halt auch nicht, dass da zu viel wird. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Und noch ein bisschen Birchwood. Ich will jetzt auch heute mal nicht überziehen, weil das ist echt spät. Ich baue mich hier nochmal eben hoch. Wir haben auch noch ein paar Minuten, also so ist es jetzt auch nicht. Hier. Einmal so ein Ding rein. Machen da eine Chain dran, machen da eine Laterne dran, und das ist so witzig, was das ausmacht, ne? Wenn hier einfach so ein paar Laternen drin hängen in so einem Baum. So funny. So, hier machen wir vielleicht mal so einen beilangen. Einfach nur. Nein, nicht da. Weil das so ein bisschen echter aussieht wie ein Ast. Im Vergleich zu nur einem so einem Block. Man könnte das natürlich jetzt auch noch verbinden und bla und bli und blub. Machen wir jetzt aber nicht. Weil ich das auch so ganz cool. Oh ja, vielleicht machen wir es irgendwann. Aber jetzt gerade machen wir es nicht. So, ich werde auch, glaube ich, nochmal den Teil von dem Moss da nochmal austauschen. Damit es ein bisschen weniger Moss ist. Weil das ist schon ziemlich viel Moss. So. Jetzt finde ich tatsächlich, dass ich gerne noch eine Chain mehr hätte, damit ich eins von den dreien noch einen tiefer hängen könnte. Und mal eben hier hin. Und ich würde super gerne da einen dranhängen. Was bedeutet, dass ich jetzt so mache und so mache und da einen dranhängen. Zack, zack, zack. Und dann machen wir noch ganz schnell eine Chain. Und dann ist es das auch fast für heute gewesen. Dann war ich tatsächlich mal produktiv dafür, dass wir gerade 2:30 haben, beziehungsweise sogar nach 2:30. So, so. Ich weiß, jetzt haben wir mehr, aber was soll der Geiz? Die können wir mit Sicherheit noch irgendwo benutzen. Ich würde auch gerne hier vorne noch irgendwie was hinmachen. Warte mal.
Wenn ich es doch eh will, warum mache ich es dann nicht einfach? Man weiß es nicht, man steckt nicht drin. Zack. Eigentlich sollte der dahin, aber gut. Und dann zack. Zack. Zack, zack, zack. Und dann der kommt da dran. Der kommt hier dran. Und der kommt dann dahin. Und der kommt dahin. Und dann hängt der einen tiefer. Und dann haben wir verschiedene Höhen. Und das sieht doch dann ziemlich cool aus. Da haben wir natürlich noch eine Chain über. Aber da können wir mit Sicherheit noch irgendwas machen. Hier ist auch noch so ein bisschen komisch. Aber das ist schon das deutliches Update im Vergleich zu wie es vorher aussah. Und ich bin wesentlich mehr zufrieden. Der Block da oben, der kotzt mich gerade noch an. Der muss noch weg. Und zwar der hier. So. Und von mir aus mache ich hier sogar noch Moss hin. Weil ich es kann. Nur deswegen. So, der kommt da noch weg. Dann kommt hier auf der Ecke vielleicht noch ein Mossblock hin. Und hier noch. So. Und damit ist dieser Baum finito. Und ich finde, er sieht deutlich cooler aus. Wenn ihr es auch findet, gerne Like und Abo da lassen. Dann sehen wir uns morgen direkt in der nächsten Folge wieder, die ich auch wirklich heute für euch aufnehme. Aus dem Seed-Video die Woche und bald wieder Hardcore. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.